Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zappa Plays Blocks That Matter und wir sind stehen geblieben bei Level Big Mama Returns und starten auch sofort durch. Und ja, ich muss wegrennen vor Big Mama. Oh Mann, die sind überall diese kleinen Viecher. Wahrscheinlich kommt man da nur durch, also wahrscheinlich gibt es da noch ein Secret, wo man alles holen muss, dass man da durchkommt. Aber irgendwie, der Screen wackelt, aber Big Mama erscheint irgendwie nicht. Ah, jetzt hier. Okay. Mal gucken. Wie kommt man hier durch? Mit Sprengen wahrscheinlich. Moment. Komme ich da ohne? Nee, ich muss da sprengen. So wahrscheinlich, ja. So. Ja, an dieses Secret komme ich gerade nicht. Werde ich wahrscheinlich irgendwann anders mal holen. Gerade will ich eigentlich nur überleben und habe das damit auch geschafft. War jetzt nicht so schwer. Der erste Big Mama Run war, glaube ich, etwas schwerer tatsächlich. Ja, jetzt sind wir wieder in einem Puzzle Stage. Also ich mag auch, ganz ehrlich, wenn ich bin, die Big Mama Stages nicht so gerne. Okay, da kommt man nochmal hoch. Ich muss mir das mal ganz kurz anschauen, was wir da so haben. Das sieht auf jeden Fall interessant aus. Wenn ich das hier einfach reinbohre, dann bekomme ich noch den Sandblock, aber ich weiß nicht, also nach unten komme ich hier noch nicht. Ich verstehe nicht so wirklich, was das darstellen soll oder warum das so ist, wie es ist. Aber werde ich wahrscheinlich gleich noch rausfinden. Bisher sieht das Level auch noch nicht so komplex aus. Da haben wir Sand, da unten müssen wir wahrscheinlich gleich sprengen. Also bisher sieht es noch nicht so aus, als ob man hier irgendwie einen Fehler machen kann, außer man springt natürlich kopfüber in den Schleim da rein. Was ich eben gemacht habe. Aber sonst kann man hier eigentlich nicht viel vergeigen. Also ich kann alle Blöcke mitnehmen. Alle. An den komme ich wahrscheinlich nicht ran ohne... Ja, an den komme ich nicht ran ohne mir hier schnell was aufzubauen. Aber ist kein großes Problem. So, jetzt wollen wir natürlich da unten sprengen. Und zwar... Wenn ich so baue... Ja, macht da keinen Unterschied, wie ich es hier baue. Wenn ich jetzt... oh, falscher Knopf. Ich habe... nicht falscher Knopf, sondern ich habe einfach einen zu wenig hingesetzt, einen Stein zu wenig dahingesetzt. Achso, wenn ich das sprenge, bringt mir das ja gar nichts. Fällt mir gerade mal auf. Also wenn ich es jetzt so sprengen würde... Dann müsste ich ja auch noch hier sprengen. Moment, habe ich überhaupt genug Steine dafür? Also alles zurück. Achso, geht gar nicht mehr alles zurück. Na dann, denke ich... Ja, dann kann ich mich auch mal eben töten lassen. Und mach das Level nochmal. Okay, ich habe nicht darüber nachgedacht, dass wir... Wir müssen ja beide von diesen Layern sprengen, weil wenn ich beide von diesen, ja, sag ich mal, Layern da sprengen, oder von diesen Ebenen sprengen, dann haben wir natürlich ein Problem da unten. Ja... Und da muss man einfach die Steine an einer Seite anfangen, die zu platzieren, zur anderen Seite hin. Ich habe das erst zu spät gerafft, dass man da nicht einfach machen kann, was man will, sondern dass man da ja die Steine taktisch hinlegen muss. Sonst klappt es halt nicht. Es kann natürlich auch sein, dass man erst... darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Vielleicht muss man da tatsächlich erst einmal sprengen und danach kann man das erst machen. Moment, da, ja, vielleicht habe ich auch zu voreilig das Game gerade gequittet nochmal. Ich kann ja einfach schon einmal sprengen und danach, also, ist ja eigentlich Wurst. Wir können das ja erstmal so platzieren, so, zack, 4, so, und dann passen da nochmal genau 4 rein. Ja, das sind dann 2x8 und dann fallen die Blöcke runter und dann hätten wir das geschafft. Jetzt haben wir noch genau einen einzigen Block übrig. Ja. Erstmal nach unten gucken. Uff, da geht es ganz schön runter. Und wir haben gerade gesehen, wir müssen hier nach rechts drücken. Dann bekommen wir auch gleich das Secret mit. Was natürlich eine nette Sache ist. Und das Gras ist wirklich trocken. Tetrabot is going deeper and deeper. That's the only way to reach the cabin. Ich hoffe, I just want to reach the center of the earth. Because I did not make him tough enough to swim in lava. Haha, Lava here, impossible. Diese Dinger hier sehen wie Diamanten aus, aber ich kann die wohl nicht mitnehmen. Schade eigentlich. Ja, dann muss ich wohl hier ins Ziel springen. Vielleicht bekommen wir noch einen Diamantenbohrer oder so, mal gucken, ob ich das wieder erkenne.
Und das ist, was? Nee, ich erkenne das nicht. Tumble Drop, noch nie gehört in meinem Leben. Aber ja. Oh, das sieht nach Feuer aus. Was hast du gerade über Lava gesagt? Well, be careful, Tetrabot. Lava burns. Ja, Lava verbrennt mich. So. Oh. Ja, das sollte ich nicht berühren wahrscheinlich. Ach so, wenn ich das jetzt runterfallen lasse. Ich frage mich gerade, ob das Feuer, das Holz dann verbrennt. Das ist nur so ein kleiner Test gerade. Ja, es verbrennt tatsächlich. Das heißt... Ach so. Ja, wahrscheinlich hätte man das da sogar verbrennen lassen müssen, an der Stelle, sonst kommt man da nicht weiter. Glaube ich zumindest. Hm. Irgendwie, also ich mag irgendwie diese Lava-Mechanik noch nicht so wirklich. Der Grund ist halt einfach, es nimmt, ja, das nimmt so ein bisschen die Geschwindigkeit aus dem Game raus. Man muss halt hier warten, bis es runterfällt, dann kann ich es durch und so. Naja, weiß ich noch nicht. Bisher finde ich die Mechanik, die neue Mechanik, nicht so pralle, wenn ich mal ganz ehrlich sein soll. Ja. Und ich frage mich gerade, ob das klug war, da reinzulaufen. Also hier komme ich nicht mehr zurück. Zumindest nicht so. Da unten. 1, 2, 3. Nee, eigentlich auch nicht. Oder? Also es sind dann hier, wenn ich hier so bin, dann sind es ja maximal 6 Steine. Kann sein, dass ich mich gerade verarscht habe. Ah, ich habe eine Idee. Oh, ah, nee, ich habe mich nicht verarscht, sondern ich muss einfach nur denken. Hilft manchmal auch. Na, so können wir das natürlich machen. Wir machen, wir erzeugen quasi die Lunte für dieses Feuerding, das da runterfällt. Naja. Ich dachte schon, das Game wär hier over, aber war wohl nicht so. Ich denke, ich muss zumindest ein Holz aufheben, dass wir da weiterkommen. Deswegen verwende ich jetzt hier mal lauter Steine. Oh. Stein, Stein, Stein. Stein. Das wären dann... Und dann hier Stein, 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 Holz. Ja, so kann ich das sprengen. Und hol mir hier mein Holz wieder. Glaube, ich kann das mir einfach holen, weil ich kann ja, es müsste ja, genau, ich kann hier hochspringen. Deshalb machen wir das einfach so und drücken auf Y. So, mach mir mal den Weg auf. Zu nett von dir. Ja, ich bin mir nach wie vor noch nicht sicher, ob ich diese Mechanik, die neue Mechanik in dem Game gut finde oder nicht. Naja. Ich weiß auch nicht, ob ich da mit dem Kopf gegen pochen darf oder ob ich dann sterbe. Deswegen will ich es eigentlich auch nicht ausprobieren. Ja, und wir haben wieder gleich das Secret geholt, was natürlich eine nette Sache ist. Und es ist Quink. Von Quink habe ich auch noch nie was gehört. Ich glaube, ich muss noch einiges nachholen an Games mit Blöcken. Also ich kenne schon einige Games, aber ich dachte eigentlich, dass ich doch das ein oder andere Spiel zumindest erkennen kann, aber irgendwie nicht so wirklich. Und ja, hier haben wir natürlich wieder den gleichen Trick, den wir schon 100-mal gemacht haben im letzten Level. Man muss schon sagen, dass das Spiel schon sehr darauf achtet, dass man es eigentlich nicht verkacken kann, wenn man einigermaßen nachdenkt. Ja, also es gibt schon noch schwere Parts und so, aber das Game sagt einem doch schon immer ziemlich deutlich, was man denn machen soll. Oh. Und jetzt Feuerschleim. It's getting better and better. Even better than you think. This slime can be very useful. Ja, wahrscheinlich... Ach so. Ich sehe schon, was sie von mir verlangen. Wahrscheinlich muss ich den... ja. Es ist mal wieder super obvious, was ich machen muss. Also, ich muss ihm hier einen Weg bauen, dass er hier vorbeikommt und mir das Feuer da drüben, das Holz anfackelt. Und das TNT. Und sich damit selber tötet. Ja, das war der Plan. Dann hole ich mir erstmal wieder die 4 Steine da. Ja, da haben sie mir schon wieder so ein bisschen gespoilert eigentlich. Da hätte ich bestimmt die eine oder andere Minute vielleicht gebraucht, das rauszufinden. Aber da haben sie es mir einfach geschenkt, die Lösung. Naja. Das reicht nicht zum Hochspringen. Da muss ich einen Stein setzen. Setzen wir den doch... ja, wie setzen wir denn den?
So, ja, so müsste es klappen. So, die kann ich mir alle wiederholen. Den leider nicht. Und bilde ich es mir nur ein, oder kann es sein, dass die Lava unterschiedlich schnell runterfällt? Also der hier scheint mir relativ schnell zu fallen, wo ich gerade durchspringe. Und andere scheint langsamer zu fallen. Vielleicht ist das auch Einbildung. Ich habe genau 4 Steine. Ja, ich könnte mir jetzt hier einfach ein Schild bauen. Oh Mann. Das war dämlich. Autsch, das tut richtig weh. Das war richtig dämlich. Ich dachte mir, ja, ich nehme die Steine nochmal mit. Ich weiß ja sowieso, dass ich nicht alle Steine geholt habe und deswegen wahrscheinlich keinen Stern bekomme. Deswegen also die Frage, warum das Ganze? Und die Antwort darauf ist, keine Ahnung. Ich hätte einfach diesen Steinschild behalten sollen. Naja. Kein größeres Problem. Ja, ja, Feuerschleim, wir wissen das. Ich habe das schon mal gelesen. Ich weiß, was ihr von mir wollt. Aber was ich mich noch gefragt habe, ist, kann man da hinten nicht... Also mal angenommen, wir lassen den das anzünden, dann können wir uns doch bestimmt da unten... Ja, das will ich mal ausprobieren. Einfach nur mal rein aus Testzwecken. So, wenn wir den jetzt hier durchlassen. So, Feuer. So, spring. Wenn wir hier unten durchgehen, dann können wir uns hier 2 Steine holen. Oder 3 sogar. Der Grund, warum das Sinn macht, ist halt... Wie gesagt, man kann ja auch Sterne holen. Sterne bekommt man, wenn man so viele Steine wie möglich rettet, die man retten kann. Ich wollte nur mal wissen, ob man eben schnell genug sein kann, dass man sich da unten noch Steine holt. Und die Antwort darauf ist eindeutig ja. Aber es wird wahrscheinlich eh nicht für die alle Steine reichen jetzt. Also es fehlt mir eigentlich wahrscheinlich ein Stein dann mindestens. Weil ich ja eben nicht alle geholt habe, da gerade die holbar waren leider. Naja. Da wäre sicherlich noch den einen, hätte ich noch holen können, da unten. Aber egal, ich werde jetzt hier wieder mein Schild aufbauen, zack, zack, zack. Mir das Secret holen und vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal Lust drauf habe, nochmal versuchen, alle Sterne zu holen. Und was bekommen wir diesmal für ein Secret Steinblock? Ich weiß es noch nicht. Und, it wasn't my war. Ich habe ein neues Achievement bekommen, mit dem Feuermännchen. Und ich habe ein Medkit gefunden, ein Medikit. Das ist dann aber eher ein allgemeinerer Block oder so. Oh, was ist das hier? Ein roter Stein. Das sieht so ein bisschen aus wie ein, keine Ahnung, wie ein roter Stein halt. Da hoch werde ich nicht kommen. Ja, dachte ich mir schon, dass das nicht geht. Roter Stein, blauer Stein, Feuermonster, ich weiß gerade nicht so wirklich, was man von mir hier verlangt at the moment. Also da oben könnte ich, achso, mal gucken, kann ich eigentlich noch hier? Ich habe aber nicht genug Steine dann, ne? So hätte ich dann, vielleicht wenn ich irgendwann mal diese anderen Steine abbauen kann, die komischen... die so ein bisschen aussehen wie Diamanten und Rubine. Ja, den hier. Dann könnte ich das vielleicht machen, aber momentan komme ich, glaube ich, nicht an das Secret. Da fehlt mir einfach ein paar Blöcke. Also einer fehlt mir da momentan. Okay, wenn ich das einfach runterfallen lasse, dann passt das, denke ich. Aber wie soll ich denn hier an das... Hä? Ich bin gerade ein wenig überfragt, denke ich. Naja, ich werde erstmal runtergehen und gucken, ob ich dann unten eine Lösung dazu finde. Also ich kann ja hier einmal sprengen, oder? Was? Das reicht nicht für sprengen? Das sind noch 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, also nur 7. Ja. Hallo, Hilfe! So, kann ich den... Ah, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Reicht das? Achso, warte mal. Das sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke haben wir da jetzt. Mit dem 4, 7, 8. So, machen wir doch mal so. Ich muss immer 4 Blöcke bauen. Ich raff das immer nie.
So, jetzt aber, genau. Ja, kann ich einfach den roten Block so wegsprengen. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich so gedacht ist. Naja, Secret haben wir leider nicht bekommen, werde ich dann irgendwann mal in einer anderen Episode nachholen. Und ich würde erstmal sagen, das war's für diese Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und das war eigentlich auch schon alles. Und damit sage ich tschüss, tschüss.